Hallo und herzlich willkommen in Steffis Kartenhaus. Ich heiße Steffi Waldner-Scharf und komme aus der Nähe von München aus Bayern und bin Stampin'-Up-Beraterin. Das heißt, alle Produkte, die du sehen kannst, kannst du bei mir bestellen. Und es ist jetzt endlich der neue Jahreskatalog draußen und gültig. Wer noch keinen hat, schreibt mir gerne E-Mail. E-Mail-Adresse ist in der Infobox oder ihr geht direkt in den Shop und schaut euch die Produkte an. Wer diesen Gastgebercode JUUYMKYF einfügt, kriegt ein Geschenk von mir. Und zwar Designerpapier, da ist es. Da gibt es ein ganz besonderes Designerpapier, einfach eklektisch. Das sind wieder 48 Blatt, kostet 37 € und ihr bekommt jedes Blatt einmal von mir, also 12 Seiten, 6 x 12 Inch, zugeschickt als Dankeschön für die Bestellung in meinem Online-Shop. Genau, über diesen Code. So, jetzt geht's weiter. Werbung Ende. Da müssen wir hier noch hier schreiben. Ich möchte mit euch total gerne so eine kleine Mini Box basteln mit für eine kleine viereckige Schokolade. Das Schöne an der Box ist, dass sie gut zu verschicken ist. Ich habe die Box von der Kundin zugeschickt gekriegt und ich fand sie so schön, dass ich sie jetzt mit euch nachbasteln möchte. Hier die kleine Schildkröte soll später drauf, nachdem ich hier noch dringend was suche, wo ich die drauf machen kann. Finde ich zuckersüß, freue ich mich jetzt schon. So, ihr braucht euer Schneidebrett und entweder Farbkarton oder Designerpapier. Schau mal kurz. In dem Maßen 8 cm mal 14,5 cm. Und da seht ihr, da braucht ihr auch gar nicht so viel Papier. Das ist ein schönes Projekt, wo man wirklich mit wenig Papier viel rausbekommt. Wir legen die lange Seite an bei 1,5 cm. Seht ihr das? Hier sind wir. Ich fange wie immer rechts an zu falzen auf der Seite, weil ich dann hier diese ganze Seite noch mit anlegen kann und das dann viel gerader wird. Also 1,5, dann drehe ich 6,5. 8 cm und 13 cm. Jetzt legen wir noch die kurze an und falten rechts und links 1,5. Schwupps. Hier. Seht ihr die Faltlinien? Die schneiden wir jetzt ein mit der Papierschere. Dieses kleine Viereck hier bis zum Kreuz. Dann wird so ein Keil rausgeschnitten, damit wir eine schöne Klebelasche haben. Und das machen wir jetzt halt in allen drei Vierecken, die hier entlang der langen Seite sind. Also eins. Zwei, drei. Genau, und weiter geht's. So. Und hier. Machen wir das natürlich auch. Und dann könnt ihr euch schon vorstellen, wie es zusammengeklebt wird. Und am schönsten schauen so kleine Goodies immer aus, wenn man viele macht. Entweder für den Essenstisch oder als Gastgeschenk oder für alle Kollegen, wenn die so beieinander liegen und das ein paar mehr sind. Das liebe ich bei so kleinen Projekten. Am besten dann noch so verschiedene Farbvariationen. Also. Jetzt mit dem Falzbein einmal alle Linien nachziehen.
Jupp. So. Und alles. Man hätte natürlich auch vorher das noch ganz durchziehen können, also bevor man es eingeschnitten hat, aber ich glaube, wenn man dann einschneidet, biegt sich es wieder zurück, ne? So, jetzt hat das wird unser Deckel. Den kleben wir mal als erstes fest. Dieser Kleber. Okay, los geht's. Schön viereckig. Fangen wir an einer Seite an. Das ist der Deckel. Die Klebelaschen hier schön im 90-Grad-Winkel. Dann haben wir hier, das ist eben der Deckel und das wird der Boden. Das heißt, wir kleben hier zweimal die Klebelaschen hin. Die ersten sind die am Rücken quasi der Box. So, und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das so hinkriegen, dass sich das so schön, genau. Also, geht gut rein, Kleber drauf, schön eng kleben, dass der Deckel gut drüber geht. Jetzt habe ich noch was vergessen. Mal schauen, ob wir es noch im Nachhinein einfügen können. Nämlich das Eingriffloch. Perfekt. Und damit man es besser aufmachen kann, könnte man hier ein Eingriffloch stanzen. Aber ich glaube, das wird nichts. Müssen wir eine kleinere Stanze holen. Aber auch die ist zu weit weg. Also können auch hier noch vielleicht eine kleine Lasche dran machen, aber es geht bei mir wirklich gut. So, können noch die Schokolade reinsetzen und dann stempeln wir uns die kleine Schildkröte. Rupp. Also, die passt hier perfekt drauf. Am besten, wir machen uns ein kleines Viereck, einen kleinen Aufleger. Was da auch immer hübsch ist, ist, wenn man sich da einen schmalen Designpapier drunter macht im Bund. Wir messen mal. Die Schachtel hat 5x5. Schauen wir mal, ob wir hier noch was Limettenartiges bekommen. Das ist, glaube ich, Bermuda-Blau. Ja. Also, dann sagen wir mal 4,8 mal 4,8 von dem. Das Bunte ist natürlich auch wieder sehr hübsch, aber für unsere Schildkröte entscheiden wir uns für den bunten Rahmen und drunter brauchen wir dann 4,5 mal 4,5. So, hier kommt jetzt das kleine Schildkrötchen drauf, mit Memento gestempelt. Da sinkt er schön. Was wirklich auch süß ist, ist, dass hier so ein paar Noten dabei sind.
können wir auch noch drum rumstellen oder stempeln. Oh. Na, das habe ich ja gar nicht so schlecht getroffen. So, da sinkt das schön. Und wie kolorieren wir das jetzt? Ich hätte hier noch in genau dem gleichen Ton einen Marker. Ihr seht, oder unschwer zu sehen ist, dass der schon ganz schön ausgefranst ist, weil der ist auch schon viele Jahre alt. Das ist tatsächlich noch der Marker von damals. Ein paar Mal drüber gehen. So. Haben wir noch irgendwie was Grünes in der Richtung? Oder so ein wilder Weizenpanzer wäre doch vielleicht auch ganz schön. Schaut mal, das sind die neuen Stifte. Die neuen dünnen Spitzen. Früher hatten die wirklich nur so ein Feinliner-Pünktchenspitze. Ich kann es euch auch noch mal zeigen. Und jetzt haben die eine richtige tolle dünne Filzstiftspitze, die aber viel weniger schnell austrocknet. Das ist natürlich super. So, den Bauch machen wir auch gleich an. Genau, und ihr könnt mit den Markern Stempel anmalen. Ihr könnt super, wenn ein Spruch nicht so geworden ist, so kleine Ausbesserungsarbeiten machen. Aber ihr könnt auch ein bisschen kolorieren. Und wenn es nur kleine Flächen sind, klappt das auch hervorragend. Wenn es größere Flächen sind, würde ich Blends nehmen. Schauen wir mal, das ist hier die Olive, oder? Ne, grünbraun. Wo ist denn der hier? Grünbraun war auch mal eine In-Color. Für Schildkröten ist das gut. Hui. Genau. Und schon ist der Sängerstar fertig. Ich muss bei der Schildkröte immer an den Film denken, Sing. Jupp. Wo die Tiere alle einen Casting machen und dann so eine tolle Singshow machen. Das finde ich so einen süßen Film. Gefällt mir wirklich gut. Jupp. Ja. Und fertig ist er. Eins, zwei, drei. Das kleben wir jetzt auf und dann brauchen wir nur noch den Spruch. Du bist echt phänomenal. Und schon haben wir wieder ein kleines Goodie. Fertig. Chip. Und hier auch. Okay, hier den Spruch abstempeln. Wir müssen mal gucken, wie wir den jetzt da drauf kriegen, weil der ist schon voluminös für so eine kleine Schildkröte. Ich versuche ihn mal so klein wie möglich auszuschneiden. Also, wer ist nicht verliebt in diese süßen Tiere? Wer keine Lust hat oder wer sagt, oh, ich finde die schon ganz süß, aber ich habe nicht so viele Gelegenheiten für kleine Tiere zum Verbasteln, dann schnappt euch das Papier. Da sind mehr als genug schon vorkolorierte, schöne, süße Tierchen drauf, die auch verschiedene Sachen machen. Irgendwie müssen wir das hier ein bisschen so schlank wie möglich. Wir haben nicht so viel Platz auf unserer Verpackung.
Du bist echt. So geht's, ne? Damit es hier nicht so stört. Phänomenal. Machen wir mal ganz runter. So. Perfekt. Ich finde es super süß. Ich hoffe, euch gefällt es auch so gut. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir gerne. Wenn ihr Beratung braucht, schreibt mir auch gerne. Ich liebe es, mit euch über Stampin' Up! Produkte zu sprechen. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann unbedingt den Kanal abonnieren. Ich freue mich riesig über jeden klitzekleinen Kommentar. Da tanze ich hier durchs Wohnzimmer. Wenn ihr Stampin' Up! Sachen bestellen wollt, her mit eurer Bestellung oder ab mit euch in den Online-Shop. Und wenn ihr einen Katalog braucht, schreibt mir bitte eine E-Mail. Ich freue mich riesig, wenn wir uns im nächsten Video sehen. Vielen lieben Dank fürs Schauen. Tschüss!